Moin zusammen und herzlich willkommen zur dritten Folge von No Man's Sky. Ja, wie ihr seht und wie ihr wahrscheinlich auch schon bei meinen Kommentaren gelesen habt, ist ein neues Update erschienen heute. Das Update auf die Version 1.03 und auch die Server wurden gewiped. Einfach auch aus dem Grund, weil viele Leute das Spiel schon früher spielen konnten und man so halt dann die Fairness bewahren wollte, dass denn die Leute ja auch noch eine Chance haben, den einen oder anderen Planeten zu erforschen und selber zu benennen. Finde ich ganz okay, wobei ich an dieser Stelle die Frage stellen muss, warum werden denn auch die Server erst freigegeben? Also ich sag mal, wenn man da so einen Wert drauf legt, dann hätte man ja auch die Server erst auf den Dienstag freischalten können. Nur mal so als kleine Anekdote nebenher, mir tut es nicht weh. Wir waren ja sowieso erst gerade am Anfang und ja, wir starten nochmal neu. Zum Anfang bekommt man hier die neuen Patch-Hinweise auf Version 1.03 und die Hello Games haben hart daran gearbeitet, No Man's Sky zu verbessern. Da besteht kein Zweifel drin. Und das Universum wurde regeneriert, steht auch hier. Das Gelände ist bizarr und abwechslungsreicher. Die Zerstörung richtet mehr Schaden an. Detailgrad, Generierung ist völlig asynchron, vollständig asynchron. Scan aus dem Weltraum möglich, extrem gefährliche Planeten, bla 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 bla, wurden generiert. Beim Fall der Planeten ist Vorsicht geboten. Planeten mit tiefer Atmosphäre können jetzt generiert werden. Häufigkeit und Intensität von Weltraumkonflikten wurden angepasst. Kopfgelder für Schiffe hinzugefügt, das gibt Ärger, steht da. Na toll. Inventarhandhabung wurde verbessert. Einführung und Freiheit sind jetzt optional. Mehr Geheimnisse und wir gehen jetzt schlafen. Ja, ihr habt es euch verdient, würde ich sagen. Ich gucke erstmal, wo es uns hintreibt. Ansonsten mache ich zwischendurch mal einen Cut. Und dann müssen wir mal sehen, wo wir da neu starten. Müssen wir mal gucken. Ich bin auf jeden Fall hier jetzt in der Basis und hier ist schon ordentlich was los. So wie das aussieht, bin ich hier Hyperantrieb Technologie erlangen. Das wundert mich jetzt doch ein bisschen. Ich muss mal hier kurz mal interagieren, weil ich muss mal schauen, ob ich Tamium, also das habe ich wohl schon noch, 15 Plätze. Die Credits habe ich auch, also so wie ich das sehe, wurde mein Safe Game jetzt nicht groß geändert. Multiwerkzeug, gut, da hatte ich eh noch keine Ausrüstung für, da muss ich mir eben kurz gucken. Plutonium, das können wir mal gleich mal aufwerten. Können wir auch mal schauen. Blitzwerfer, Strahlenfokus. Ich baue mir hier einfach mal einen Blitzwerfer. Was können wir hier noch machen? Da kann ich momentan nichts weitermachen, da habe ich nicht genug Material für. Und was ich auch schon gesehen habe beim Laden, dass ich konnte schon den einen oder anderen Planeten sehen, beziehungsweise die Planetennamen sehen. Also da sind schon einige dabei und haben fleißig Planeten umbenannt. Und wie es halt aussieht, sind auch hier einige unterwegs. So zum Starten. R2 drücken. Schauen wir uns mal draußen um, was da so abgeht. Das hast du bereits entdeckt. Hab ich? Das muss ich mal glatt gucken. Das habe ich bereits entdeckt, sagt er. Hier ist natürlich die Raumstation, das ist klar. Das sieht ja tatsächlich ein bisschen anders aus. Was haben wir da vorne? Unentdeckt. Erstmal ein bisschen tanken gehen. So, ein bisschen Tamium sammeln. Ich weiß jetzt nicht, was die Kamera da oben drauf haben. Das gibt Ärger. Mal, ich bin mal gespannt. Als ich euch verlassen habe, das kann ich euch ja so schon sagen, da waren wir noch auf diesem Planeten und da bin ich ja dann erst ins Weltall gestartet. Also ich habe so einen kleinen Sprung gemacht, aber hier bin ich dann halt gestartet. Also ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wo die anderen Missionen abgeblieben sind. Ich würde mal sagen, ich werde hier mal auf diesem Planeten noch mal runtergehen. Ich weiß nämlich nicht, was für ein Planet das ist. Ob das einfach nur dieser
30 Sekunden. Ich denke mal, das kriegen wir auch ohne Hyperantrieb, beziehungsweise ohne diesen Warpsprung, hätte ich jetzt fast gesagt. Ich möchte mir nämlich den Planet nochmal angucken, um zu schauen, was für ein Planet das jetzt konkret war. Ich bin mir da nämlich jetzt nicht sicher, ob das dieser grüne Planet ist, von dem ich auch gestartet bin. Gehe ich mal von aus. Denn heute mit der Folge 3 wäre ich ja woanders gestartet, beziehungsweise wäre ich ja auf einem Schneeplaneten gelandet. So. So wie ich das sehe, ist das der Planet, wo ich gestartet bin. Ja, und was ich auch noch gesehen habe, oder beziehungsweise was ihr gesehen habt, ich war doch in diese Höhle runtergefallen, ne, wo dieses Ceridium drin war. Und da kam ich ja nicht raus. Und da hat man mich darauf hingewiesen, dass ich per Tooltip schon darauf hingewiesen worden bin, dass ich auch mit dem Jetpack, da können wir doch gleich mal landen, wenn wir schon mal hier sind. Da können wir doch mal luschern, da ist auch sogar ein Landeplatz, da gehen wir noch mal gucken. So, Landesequenz. So. Dann kann ich auch in Ruhe quatschen. Hier war ich, glaube ich, noch nicht. Der Herstellungspunkt gespeichert. Okay. Ja, dass man eben halt aus solchen tiefen Höhlen, generell halt bei solchen großen Wänden, dass man da auch mit einem Jetpack nach oben kommt, egal wie hoch diese Wand ist. Das ist so eine Art, so eine Art Klettermechanismus, wenn ich das so sagen kann. Achso, ich bin ja schon draußen, alles klar. Ich wollte schon sagen. Das können wir natürlich nochmal ausprobieren. Werde ich auch nochmal ausprobieren. So. Bergbaustrahl. Habe ich gar keine Energie hier drauf? Scanner? Ach, zum lokalen Scan. Das war doch früher Kreis, oder nicht? Optisches zum Zoomen, also okay. Ich meine, das war Kreis. Bin ich jetzt blöde? Wir gehen mal hier gucken, was wir hier noch einsammeln können. Trümmer. Atlaspass notwendig. Atlaspass. Was haben wir hier? Wir speichern hier mal. Also wir haben einen kleinen Sprung gemacht. Wie gesagt, auf so einem Planeten bin ich ja auch gestartet bei Teil 1 und 2. Und dann bin ich ja nach Folge 2, also was ihr jetzt in Teil 3 gesehen hättet, bin ich ja losgeflogen ins Weltall. Das hattet ihr, glaube ich, noch gesehen. Und dann bin ich auf einem Eisplaneten gelandet, habe da nochmal das ein oder andere Wörtchen gelernt. Was bist du denn? Ich gucke mir auch nochmal an. Habe nochmal das ein oder andere Wörtchen gelernt und dort hätte ich dann, wie gesagt, gerade Teil 3 gespielt. Möchtest du die nicht scannen lassen? Warte mal. Analyse läuft. Mal gucken, was du für ein Zeitgenosse bist. Temperament gleichgültig. Vegetation. Ich brauche, glaube ich, auch noch mal ein bisschen Plutonium. Das können wir uns auch noch mal organisieren. Eisen. Da ist auch noch Plutonium bei. Oha, wir müssen gleich gucken. Ich will hoffen, dass ich hier nicht gleich angegriffen werde. Ich muss mal in die Einstellung reingucken. Hochladen. Das könnte ich auch nochmal alles hochladen, mache ich jetzt nicht. Ah, wo war denn das? Das Scannen muss ich gleich mal. Ne, das stimmt schon so. Das war auch schon okay. Ich muss mal ein Stück hochgehen. Bildschirm, okay. Musik, Soundeffekte. Da gehen wir mal auf 70 runter. Soundeffekte auch mal auf 70 runter. So. Vorherigen Spielstand laden. 8.8. um 16.16 Uhr. Vorherigen aktuellen Spielstand laden. 16.16. Okay, es ist das gleiche, also von daher ist es Wumpe. Das ist Bascho. Na. Die müssten mich aber gleich angreifen, wenn ich. Das ist aber L3.
Freunde der Sonne. Das stimmt hier nicht ganz. Tut mir leid, dass ich das jetzt mal gerade ausprobiere, aber ich muss da erstmal gucken. Scannen L3. Rennen R3. Okay. Haben die das geändert? Muss ich mal gucken. So, zoomen, Sekundärfeuer. Das ist L1. Das ist also Ach nee, das ist nur die normale Steuerung. Sekundärfeuer, Zoom, Feuer, Nahangriff. Waffenmodus wechseln. Müsste eigentlich auch gehen. Das zeige ich nämlich dann auch oben an. Jetzt habe ich den Blitzwerfer und jetzt habe ich den Bergbauschrei. Okay, alles gut. So, laufen ist jetzt R3. Ich meine, das war vorher andersrum. Dass ich laufen auf links hat. Warte mal, laufen auf links. Was haben wir hier? Aber auch was Interessantes. Nichts gefunden. Okay. Da habe ich gesehen, was Interessantes. Nämlich nichts. Oh, ein Gra-Dingsbums. Das war so eine komische Maske, glaube ich. So, gehen wir erstmal hier vorne gucken. Hier war irgendwo ein Eingang. Was haben wir hier? Was bist du? Du bist Eisen. Da oben ist auch noch eine Kiste. Die schauen wir uns mal an. Plutonium. Oh. Wer bist du denn? Hallo. Interagieren. Analyst, Entität, Ex. Interagier mal. Kann ich gar nicht. Warum kann ich nicht mit dir interagieren? Das finde ich aber scheiße. Was haben wir hier? Interagieren, Sendeturm. Wie es scheint, blieb ein automatischer Notruf vor langer Zeit unbeantwortet. Wenn ich das Verschlüsselungsmuster knacken kann, könnte ich vielleicht die Koordinaten extrahieren. Eingabe 180, Eingabe 620, Eingabe 720. Jetzt muss ich mir eben kurz gucken. Das ist doppelt, das ist mal 3. Also mal 3. Versuche ich es mal. Wahrscheinlich liege ich damit wieder verkehrt. Kein Signal gefunden. Das war jetzt auch mal einfach glatt geraden. So, das war es dann auch. Also, oh, scheiße. Ah, ich habe es jetzt nicht nachgerechnet. Ich glaube, das war jetzt mal 3. Ich habe mir das jetzt auch ehrlich gesagt nicht so ganz genau angeguckt. Was haben wir hier? Neue Technologie entdeckt. Plasma-Magazin Sigma. Die Munitionskapazität des Blitzwerfers wird erhöht. Dafür brauche ich noch Titan und mikrodichtes Gewebe. Okay. Allerdings habe ich dann die Technologie schon mal. Das ist schon mal wichtig. Und bei mir ist das Inventar voll. Das finde ich jetzt aber nicht gut. Kann ich jetzt da irgendwie... Inventar voll. Na gut, dann gehen wir mal ins Inventar. Inventar ist tatsächlich voll. Okay. Na guck mal, diesen Dolch habe ich sogar auch noch gefunden. Ich kann vielleicht mal aufladen. Kohlenstoff. Ich nehme noch Plutonium. So. Dann habe ich 2 Plätze frei. Mal gucken, ob ich damit ihm wieder reden kann hier. Kann ich. Keine Ahnung. Selten. Siehst du, selten. Selten ist gut. Elektronischen Lebensform nähere, beginnt sie mich instinktiv vom Kopf bewusst zu analysieren. Sie zwitschert lebhaft und neigt dabei den Kopf zur Seite. Je länger sie mich analysiert, desto mehr verbraucht das Ressourcenfach der Anlage etwas, das mein Scanner als Silikatelemente misst. Ich tue so, als würde ich wenig über sie oder ihre Kommunikation wissen, woraufhin die Lichter in ihrer Maske zu leuchten beginnen. Seltenes... Kann ich gar nicht. Seltenes Silikat geben. Ungewöhnliches Silikat geben. Gewöhnliches Silikat. Ich gebe mal seltenes Silikat, oder? Das ist sowieso das Einzige, was ich auswählen kann. Das Licht der elektronischen Lebensform fängt plötzlich an, intensiv aufzuflackern. Mein Angebot entsprach offensichtlich genau ihren Vorstellungen. Sie legt ihre Silikonhände auf mein Visier und danach ward er nie wieder gesehen. Jetpack Booster Sigma. Das Jetpack verfügt über verlängerte Schubstöße, die dem Nutzer das Erreichen höherer gelegener Orte ermöglichen. Funktioniert automatisch nach dem Bau im Exo-Anzug. Dafür brauchen wir eine Karitplatte, Platin und Zink. Ich denke mal, sollten wir hinkriegen. Das ist ja super. Dann können wir da auch ein bisschen pushen. Das sollten wir auch tun.
Kann ich da mittlerweile wieder ran? Auch vielleicht muss ich später nochmal wieder kommen. Das ist kein Problem. Ich habe mich da eh verhauen. In solchen Rätseln, da habe ich immer irgendwie keine Lust, mich da anzustrengen. Keine Ahnung. Das ist vielleicht nicht gerade das Beste, aber egal. Jo, gucken wir hier nochmal rum. Ich würde ihn mal ganz gerne scannen wollen. Ich brauche jetzt Platin. Platin, Platin, Platin. Aber Moment, ich habe hier, glaube ich, noch nicht alles gesehen. Wollen wir davon nochmal ein Schiff? Hier vorne sind wir reingemarschiert. Potrebe, eine Siedlung. Wir waren jetzt ja nur hier vorne drin, ne? Reisemeilenstein erreicht. Wanderer, 15.000 Yu zurückgelegt, keine Ahnung. Nicht schlecht. Das heißt, es ist doch nicht alles weg. Es ist doch nicht alles weg, wenn man geweibt wurde. Keine Ahnung. Sieht ja nicht danach aus. Können wir hier noch irgendwo rein? Garantiert, ne? Schauen wir uns hier noch Schönes finden. Irgendwas, was war so gerade für ein Ton? Ich weiß das nicht. Dann muss ich irgendwo nochmal Kohlenstoff. Muss doch irgendwo noch ein Eingang sein. Hiervon hatte ich doch eben noch einen Eingang gesehen. Da anscheinend nicht. Hallo. Komm ich doch sicherlich auch nicht rein, ne? Ne, das ist einfach nur so da. Hier vorne war ich bei. Oder noch nicht. Ne, war ich anscheinend noch nichts. Anscheinend noch nicht bei. Da ist mein Hangar. Da scheint nichts zu sein. Keine Ahnung, da scheint irgendwo so. Weiß ich nicht, zum Generieren oder Generieren von Sauerstoff oder von irgendwas zu sein. Kann ich jetzt so nicht lokalisieren. Gucken wir hier drüben nochmal. Da ist das Seinkomplex, wo wir gerade drin waren. Und dort haben wir das Raumschiff. Da waren wir, glaube ich, auch noch nicht drin. Gehen wir da nochmal duschen. Ah, guten Tag. Gucken, was uns hier erwartet. Was? Ach, da ist ja noch einer. Cool. Guten Tag. Was haben wir hier? Wieder in Technologie oder? Strahlkühlmittelsystem Sigma. Der Bergbaustrahl wurde modifiziert, um die Zeit zwischen Abklingzeiten zu verlängern. Ermöglicht es dem Nutzer, Bergbauvorgänge bei erheblich reduzierter Hitze und mit weniger Unterbrechung durchzuführen. Das ist nett. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Iridium. Aber dafür hatte ich Iridium hatte ich ja erst ein ganzes Stück schon. Brauchte ich nur nicht bis zum jetzigen Zeitpunkt. So, hier kriegen wir meistens auch noch was Schönes. Da hinten ist noch so ein Würfel. Da, mit Gerät interagieren. Schnell auf Maximum. Okay. Hallo. Interagieren. Göttlicher Atlas. Göttlicher Atlas. Entität Hino. Korvax. Vikino. Borat. Keine Ahnung. Borat. Ja, genau. Borat. Boroak. Ichi. Korvat. Kal. Elborg. Sorizal. Die freundliche Begrüßung der elektronischen Lebensform verlangsamt sich plötzlich. Sie zapft ihre persönlichen Daten an, während sie sich die Lichter im Gesicht weiten und die internen Systeme abstürzen. Datenflüsse zeigen, wie sich die Energie langsam dem Ende neigt. Die Lebensform sieht mich um Hilfe bittend an und zeigt mit einem einzigen, langsamen, unverzweifelten Bewegung auf meine gesammelten Ressourcen. Ungewöhnliches Isotop geben. 50 Tamium, 100 Kohlenstoff. Ich muss ja, ne? Oder kann ich die nachher nochmal anquatschen? Ich will nicht hoffen, dass ich die nachher nochmal anquatschen kann, weil hier nun gar nichts dabei. Was haben wir hier? Ich glaube, hier können wir verkaufen. Willkommen in der Vorratsmatrix des galaktischen Marktes.
Gegenstände aus deinen Inventaren verkaufen, Gegenstände von galaktischen Handelsnetzwerken kaufen. Ich will mal verkaufen, mal gucken, was wir hier so kriegen, auch gerade so von den Dolch. Was, dafür kriege ich 18.000? 13.000? Okay, 13.000. Hier 19.000. Hier kriege ich also mehr. Also hier stehen auch tatsächlich galaktische Preise. Also minus 5,4% galaktischer Durchschnitt. Also das heißt, hier würde ich den verscherbeln, auf gut Deutsch gesagt. Wenn ich das richtig verstehe. Und hier Schildsplitter. Ich weiß nicht, ob wir die nachher noch gebrauchen können. Schildplatte. Aber so ein... Lunge, das wäre ein besseres möglich. Viele erhalten das Verbot, das häufig. Wollen wir das verkaufen? Ich verkaufe das einfach mal. Da kriege ich mich gleich 23. Irgendwo konnte ich nämlich hier nämlich auch was Nettes kaufen. Raumschiff-Inventar. Da können wir natürlich auch mal gucken, ob wir da was verkaufen wollen. Emeril. Instabiles Plasma. Oh, wann habe ich das denn eingesammelt? So, davon habe ich sowieso nichts. Tamium. Verkauf. 235. Ich frage mich gerade, warum er das Tamium dann nicht haben wollte. Kohlenstoff. Da muss ich gleich mal gucken, ob ich Kohlen... Gig-Relik. Relikt. Habe ich das dabei? Na, das kann nicht sein. Da müsste ich nochmal gucken. Also, was können wir kaufen? Vielleicht können wir da auch was Leckeres kaufen. Okay. Aronium. Ja, guck mal, hier kann man so ein Relikt kaufen. Was mache ich damit? Eine Metallfigur einer Kreatur, die eine Münze im Schnabel hat. Sie ist bei vielen Händlern beliebt, für die sie ein Symbol des freien Handels und des Friedens ist. So, Aluminium haben wir noch da. Titan haben wir noch da. Also macht es schon durchaus Sinn, solche Materialien hier abzubauen. Oh, hier ist die Waffe. Das meinte ich ja. Was müssen wir dafür zahlen? Also mal gucken, wie, ob die überhaupt besser ist. Für 42.000 können wir die kaufen. Dann müssen wir noch ein bisschen sparen. Hat aber, wenn ich das richtig sehe, ich will die mal vergleichen. Ein paar Ausstattungsplätze mehr. Und auch schon ein paar Sachen on board. Also den Plasmawerfer zum Beispiel ist 7 Plätze. Und unser jetziges Werkzeug hat 5 Plätze. Und hier müssten wir mal gucken. Also es sieht mir danach aus, als wenn wir hier zielgenauer sind als mit dem, wenn ich das jetzt richtig interpretiere. Muss ich nochmal angucken. Kann man das hier irgendwie anklingen? Ne, kann man nicht. Ich lehne das erstmal ab. Kaufen können wir das ja immer noch. Vielleicht sparen wir auch erstmal ein bisschen. Man muss ja nicht gleich immer alles gleich raushauen. Huch. Oh, guck mal, hier können wir noch was einsammeln. Vielleicht. Plutonium. Haben wir noch Plutonium. Reisemeilenstein entdeckt. Was habe ich denn nun schon wieder gemacht? Aus Versehen. Da sind ja auch noch welche. Aliens getroffen 2. Das ist aber schon eine ganze Weile her. So. Isotop. Plutonium. Auch nochmal Plutonium. Da ist sonst nichts weiter. Du wolltest irgendwas haben Richtung Kohlenstoff und so ein Schweinkram, ne? Da muss ich dann mal gucken. Wenn ich nicht mal Kohlenstoff eben draußen sammeln gehe. Kann ich hier auch irgendwas machen? Oh, kann ich tatsächlich. Interagieren, Raumschiff rufen. Achso, okay. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Wenn das Raumschiff jetzt irgendwo anders stehen würde auf dem Planeten, dann kann ich dann hier mit dem Tool, mit so einem Überbrückungschip, kann ich das Raumschiff hier holen lassen. Also das ist eigentlich schon eine feine Sache. Und wenn wir schon mal hier sind, würde ich doch mal Garo sagen. Eingehendes Signal entdeckt. Das kann sein, dass das tatsächlich das Signal ist, wo wir laut Story hin sollen. Kann sein, ich weiß es nicht. Weil theoretisch sind wir... Wo bist du? Kann ich dich abschießen? Nein, mache ich jetzt nicht. So gemein bin ich nicht. Nee, ich denke mal, dass ich bin ja nach der zweiten Folge... Oder naja, gut, eigentlich nach der dritten Folge, die ihr noch nicht gesehen habt, war ich ja auf dem Sprung zwischen diesem Planet und dem Eisplanet. Es kann vielleicht... Ja, das ist schwer zu sagen. Es ist schwer zu sagen, wo sie nun konkret den Schnitt gemacht haben. Davon ist da auch irgendwas, ne?
Geh hier mal runter. Hier ist auch irgendwas. Zum Landen drücken. Und ist noch irgendwas? Das guck ich mir auch mal an. Was? Was? Wie, was? Wo bist du? Irgendwas greift mich an. Oder bist du fix? Ich glaube, ich muss gleich nochmal umstellen hier. Uah! Und ich habe dich zerstört. Iridium kriege ich aus hier raus, nett. So, möchte noch jemand Stress haben, oder? Da kommt noch einer. Da. Ey, die sind echt fix. Wie soll ich denn da hinterherkommen mit meinem Controller hier? Ich habe schon auf 70% umgestellt. Nachladen. Scheiße! Ich glaube, ich kann das... 93%. Ich kann das Viech, glaube ich, auch damit umsäbeln, oder? Kann ich. Ich war's nicht, ich war's nicht, ich war's nicht, ich war's nicht. Er hat mich angegriffen, ich war's nicht. Ich bin unschuldig. Es war ein Unfall. Ich hab nichts gemacht. Kann man das auch scannen? Mal gucken. Doch, kann man. Jo, Raubtier, ja. So siehst du mir aus. Sau, weißt du, ich bin gerade frisch hier und werde gleich schon angegriffen. Sauerei. Da muss ich aber hier nochmal kurz in die Steuerung. Was mir gar nicht gefällt, ist, dass ich hier so langsam war. Optionen, Sensibilität, da gehen wir mal auf 80 mal hoch. Würde ich mal so sagen. Ja, versuchen wir es einfach mal. So, und speichern. Erstmal speichern, erstmal alles entdecken. Von mir entdeckt. Ja, ich war dabei. Ich weiß das. So, kriegen wir hier noch irgendwas? Ein bisschen haken tut das aber... Na gut, es ist schon schneller. Oh, da kriegt man ja hier wahrscheinlich wieder so ein Update. Wie das für ein Rucksack anscheinend. Oh, ein Platz dazu. Herz allerliebst. Exo-Anzug verbessern. Inventarplatz. Kauf was. Kaufen? Kaufen muss ich das. Das gab es doch vorher kostenlos, oder nicht? Och, muss ich es auch noch kaufen? Kann ich noch mehr davon kaufen? Wahrscheinlich nicht, ne? Oder doch, geht das? Ja. Anscheinend nicht. Wahrscheinlich kann man nur einen Platz kaufen. Wäre ja sonst so einfach. Neue Entdeckung. Kreaturenspezies eingetragen. 2 von 10 gefunden. Okay, also gibt es jetzt die 10 verschiedene Kreaturen. Frage ist, nur auf dem gesamten Planeten oder... Keine Ahnung. So, habe ich... Das müsste ich eigentlich schon alles... haben hier. Hast du bereits entdeckt? Jop. Eisen. Was? Und Tag. Ach ja, dir ist es ja egal. Dir ist es sowieso Wumpe. So, nochmal zurück zum Schiff. Und dann kann ich auch gleich nochmal aufladen. Ich muss auch nochmal nachschauen. Ich glaube, ich habe auch noch einen Code für das Spiel. Dann müsste ich eigentlich noch ein Raumschiff dazu kriegen. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz so sicher. Weil auch da gibt es natürlich etliches 0% Schubdüse. Da muss ich dann auch wieder... Ach, guck mal, da kann ich auch schon wieder landen, da vorne. Da wollen wir natürlich auch hin. Wir wollen uns hier alles angucken. Natürlich wollen wir auch dem Signal natürlich hinterher. Das ist ganz klar. Ich will hier landen. Komm, biete es mir an. Ich werde jetzt einfach hier irgendwo landen, weil ich dachte, okay, man kann auch so landen. Weil manchmal wird es einem angeboten, manchmal nicht. Das ist ein bisschen schwierig. So, was wollte ich machen? Ich wollte noch aufladen. Da können wir nochmal aufladen. Nämlich nochmal Kohlenstoff und Plutonium. Raumschiff, das müssen wir auch nochmal aufladen. Dafür brauche ich Plutonium. Tamium habe ich noch dabei. Das ist dann für diese komischen Sprünge. Scanner, Blitzwerfer. Habe ich das aus Versehen aufgeladen oder was ist da los? Laden wir mal alles auf hier. Gut. So. Habe ich denn jetzt den Platz gefunden? Bin ich hier richtig gelandet? Da drüben.
Wollte schon sagen. Mal kurz scannen. Seid ihr mir feindlich oder freundlich gesonnen? Neue Entdeckung. Du bist auch ein anderes Viech. Was bist du? Gleichgültig. Gleichgültig ist gut. Auf Wiedersehen. So, was seid ihr überhaupt hier? Das ist... Neue Entdeckung. Wieso weiß ich nicht? Kohlen... Achso, das sind Pflanzen. Das sollen Pflanzen sein. Okay, alles klar, verstehe. Eigentlich gut. So, du bist Eisen. Habe ich gemerkt. Da ist noch Plutonium. Das können wir uns eigentlich gleich mal... Nee, falsches. So. Einsacken. Bisschen Plutonium. So. Gehen wir mal... Was haben wir hier? Da haben wir so einen Speicherstrahl. Den gucken wir uns gleich mal an. Machen wir alles kaputt. Nicht das hier. So, lass. So. Prallgranaten. Die Geschosse des Plasmawerfers prallen von der Zündung von planetaren Strukturen ab. Maßgeschneiderte Explosionsgranaten werden auf einer sich drehenden Achse abgefeuert. Der Nutzer wird eine unvorhersehbare Position des nachfolgenden Explosionsbereichs feststellen. Ah, okay. Ich sammle das erstmal. Momentan habe ich, glaube ich, noch nicht so den Bedarf, aber ich werde mich da trotzdem irgendwann mit beschäftigen müssen. Aber so Waffen, da bin ich jetzt momentan noch nicht so fix dran. So, dann gehen wir mal hier luschern. Mal scannen. Ich drücke trotzdem immer noch die falschen Tasten. Überprüfungschip. Ach ja, das muss ich auch noch. Ja gut, dann machen wir uns erstmal einen Überbrückungschip. Hoffe ich zumindest. Überbrückungschip. Ne, das wollte ich gar nicht. Ich wollte ein Produkt herstellen. Überbrückungschip herstellen. Was stand da gerade? Ich muss mal eben kurz gucken. Irgendwas stand da gerade mit 825 Units. Je Units. Herstellen. Ungenügend Elementressourcen. Ja, Kristallitplatte. Na gut. Oder kriege ich das dafür? Das kann natürlich auch sein. Wenn ich so einen Überbrückungschip herstelle, dann kriege ich dafür 3500 Units. Das kann es natürlich auch sein. Ich muss sowieso noch gleich wieder ein bisschen Eisen fahren. So. Hier kann ich nämlich wieder irgendwas auswählen. Signalscanner online. Planetare Ortssignale antworten. Ich kann nach einem Monolithen suchen. Ich kann nach kolonialen Außenposten suchen, nach einer Übertragung oder nach einem Unterschlupf. Ah, ja, was können wir da uns denn mal antun? Ich würde mir mal ganz gerne Monolithen angucken, weil ich die noch gar nicht besucht habe, glaube ich. Suchen wir uns mal Monolith. Suche nach uralten außerirdischen Artefakten. Da hinten ist... Ach, guck mal, das sind diese Wissenssteine. Alles klar, dann weiß ich auch, was das für Dinger sind. 9 Minuten. Naja, das ist ja mit einem Raumschiff, ist das ja simpel. Wir speichern erstmal hier vorne ab, würde ich sagen. Dann nehmen wir vielleicht noch ein bisschen Plutonium mit. Können wir hier noch was einsacken? Nee. Hier können wir was speichern. Oh. Hier sind noch ein paar Kisten, die können wir nochmal uns angucken. Konvergenzwürfel. Okay. Nichts gefunden. Schade. Aber Konvergenzwürfel. Bin mal gespannt. Vielleicht kriege ich da, kann ich da auch schon was verkaufen. So, da waren wir drinne. Dann würde ich doch mal sagen, fliegen wir doch mal zu diesem Wissensstein rüber. Weil mit jedem einzelnen Wort können wir die nachher natürlich auch besser verstehen, die Nasenbären. Das ist mein Schiff, aber das ist denn das Blaue Sand? War das nicht auch Iridium oder irgend sowas? Muss ich mal eben kurz gucken. Was ist das hier? Warte mal, das könnte ich auch erstmal scannen. Wo ist denn das? Sagt er nichts. Passiert auch herzlich wenig. Chrysonit. Mhm. Was wir noch so schönes finden. Eisen brauchen wir auch noch.
Was ist denn für ein Kerlchen hier? Furchtsam, Weidekreatur. Na, dann lassen wir ihn in Ruhe. So, dann nehmen wir noch ein bisschen Eisen mit. Signalübertragung entdeckt. Ja, da werden wir auch gleich noch hindüsen. Aber ich möchte erst mal da hinten zu diesem blauen Ding noch hin. Bevor wir weiterfliegen. Und dann fliegen wir noch zum Monolithen. Und dann ist alles gut. Ja, wir müssen ja hier auch entdecken. Oh, was haben wir hier denn? Nettes Kistchen. Ah, das findet man also auch hier zwischendurch. Gesundheit auf Maximum. Was haben wir hier? Isotop. Plutonium. Schick. So, was haben wir da? Was hast du hier? Du bist doch einfach nur... Du bist Tamium, okay? Interessant. Gold. Das ist ja auch nett. Bisschen Gold. Was bist du? Da ist auch noch irgendwas. Viechelein. Hier war doch irgendwo noch ein Tier gerade, oder nicht? Wo ist das hin? Wollte ich doch nur scannen. So, mein Schiff ist da hinten. Ich wollte... Da wollte ich hin, zu dem Ding. Mal schauen, was das für ein Zeugs ist. Vielleicht kriegen wir das auch gut verkauft. Brauchen wir noch ein bisschen Geld. Wir werden sicherlich auch noch Geld brauchen für neue Raumschiffe. War ich da schon? Da war ich auch schon, ne? Oder? Da war ich doch eben, vor ein paar Minuten. Zum Anfang der Folge. Mal gucken. Heridium bist du. Ah. Heridium. Das kann ich eigentlich auch mal mitnehmen. Weil ich meine, das konnte ich auch vor Ort verkaufen, aber bei dem Kollegen. Oh, warte mal, das gucken wir uns auch nochmal an, das Tier. Wenn das schon ein bisschen größer ist, warum nicht? Also mehrere von den Tieren. Muss ich näher ran. Huch. Ah, die hatte ich glaube ich schon, ja genau. Ich auch. Vegetation. Auch Vegetation. Okay. Das ist das Gleiche, ne? Da hinten. Hast du bereits entdeckt, alles klar. Heridium. Oh, da ist noch so ein... Ah ne, das waren die guten. Alles klar, ich dachte, das wären nur mal gerade so ein Krebs von eben. Die ein bisschen angriffslustig sind. Heridium, Heridium. Okay, dann gehe ich mal in die Richtung. Ja, angeblich sollen wir nachher mit den nächsten Updates auch bauen können. Da bin ich ja auch mal gespannt. Davon hatte ich ehrlich gesagt bis jetzt noch gar nichts gehört, dass man hier auch noch bauen soll. Das ist nicht verkehrt. Muss man natürlich mal schauen, welche Ausmaße das näher annimmt. Ja, nice. Eingehendes Signal, ja, da gehen wir auf jeden Fall auch nochmal hin. Oder fahren hin, fliegen hin. Aber ich würde sagen, wir schauen uns erstmal noch nach hinten diesen Monolithen an. Dann lernen wir wieder ein bisschen was von der Sprache. Was ist bei dir drin? Platin brauchen wir ja noch. Damit ich hier meine Werkzeuge herstellen kann oder meine Verbesserung. Ist das auch Platin alles? Ja, sehr gut. Dann sacken wir doch gleich mal ein bisschen Platin ein. Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche. Ich hatte jetzt nicht geguckt. Ja, da drüben ist auch noch eine Höhle. Was ist das? Och. Ja. Gut, man könnte hier jetzt natürlich noch reingehen. Ich glaube, das werde ich aber mal lassen. Ich möchte mal lieber gucken, ob ich hier diese Verbesserung bauen kann.
Aufladen kann ich natürlich auch. Plutonium kann ich auch mal verbraten. Raumschiff. Das ist alles noch auf Max. Das ist gut. Aufladen können wir auch machen. Plutonium. Aber ich wollte eigentlich hier mal gucken, was ich noch bauen kann. Technologie einbauen. Strahlenfokus Sigma. Naja, das wollte ich eigentlich nicht. Was gibt es denn hier? Noch Reichweitenerhöhung Sigma. Nachladebeschleuniger. Strahlkühl. Iridium brauche ich dafür, okay. Titanium. Kohlenstoff. Strahlenintensivierer. Bergmaustrahler wird verstärkt, um die Zerstörung des Terrains zu beschleunigen. Ja, gut. Lassen wir mal, würde ich sagen. Analysierer, Blitzwerfer. Technologie. Was können wir hier eigentlich noch machen? Plasmastrahler, okay. Kanonen, Schaden, Sigma. Die Feuerrate von Photonkanonen wird erhöht. Eisen brauche ich dafür noch. Das wäre ja eigentlich auch mal nicht verkehrt. Dann holen wir uns noch ein bisschen Eisen. Und dann können wir uns dann noch so eine Feuerrate upgraden. Wenn wir dann tatsächlich mal in ein Gefecht kommen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich ein kleiner... Naja, so ein kleiner Kopfgeldjäger werde. Mal schauen. Mal gucken, was uns hier noch erwartet. Ist immer schwer zu sagen. Ist immer schwer zu sagen. So, und wir sind auch schon wieder bei 42 Minuten. Mein Gott, die Zeit rennt hier aber auch wie im Flug. Kaum bist du mal ein bisschen rumgekommen und schon... Guten Tag. Ja, ist auch schon die Zeit wieder rum. Vielen Dank fürs Zuschauen, würde ich sagen. Jetzt die Tage, die Spannung steigt, denn No Man's Sky kommt ja dann jetzt am Mittwoch raus. Und ja, dann genießt noch meine Videos und ja, dann sehen wir uns dann morgen wieder. Ich denke mal, in dieser Woche werde ich jeden Tag ein Video bringen bis zum offiziellen Release, euch dann die Zeit etwas verkürzen. Und ja, dann mal gucken ab nächster Woche, wie es dann aussieht. Dann müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr Folgen von No Man's Land sehen wollt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.